Moin zusammen, na, was macht ihr so? Heute spielen wir mal ein bisschen Yu-Gi-Oh! Ja, das konnte ich mir jetzt gestern holen. Da geht ein Riesendank an euch für die Unterstützung und auch die Spenden oder an die Spender raus. Weil durch euch ist es möglich, dass ich auch mal andere Spiele zeigen kann und nicht nur die, die ich schon habe. Und ja, Yu-Gi-Oh! Hat mich schon lange angelächelt, aber ich hatte halt noch nicht die Möglichkeit, das zu holen. Aber jetzt hatte ich die Möglichkeit, das zu bekommen. Und ja, Dankeschön. Vielen lieben Dank an euch. Ja, wir gehen jetzt in ein Kampagnenspiel rein. Und zwar wollte ich, genau, Yami Bakura gegen Yami Yugi machen, weil Bakura mag ich. Den fand ich immer toll in der Serie. Und dann machen wir jetzt mal Yami Bakura gegen Yami Yugi und ich schau mal, ob ich Yugi besiegen kann. Wir starten als Zweiter, weil das finde ich ein bisschen besser, weil dadurch kann ich ihn direkt angreifen, beziehungsweise halt auf sein gelegtes agieren. Ich kenne die ganzen Karten, also ich kenne die Karten nicht auswendig. Also ich muss die auch immer durchlesen, wenn da jetzt ein Effekt drauf ist, was da genau passiert. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr mehr von Yu-Gi-Oh! Sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich hin und wieder mal halt ein kleines Video bringen, wenn ich nicht viel Zeit habe oder so, was anderes zu machen. Und jetzt die Tage hatte ich ja meinen PS4-Controller verabschieden müssen. Aus Gründen. Und da konnte ich dann auf der PS4 oder kann jetzt derzeit auf der PS4 nichts machen. Was machen wir denn? Okay, da hat ein verdecktes Monster gelegt. Für dieses Monster, das er kontrolliert, das können wir uns mal aufheben. Das ist eigentlich ein guter Call. Machen wir den als Verteidigung. Ja, mehr können wir jetzt die Runde eh nicht machen. Das können wir auch mal im Stream spielen. Da können wir auch, wenn ihr das auch habt, gegeneinander zocken. Ich habe zwar noch keine eigenen Decks erstellt, weil mir fehlen noch ganz, ganz viele Karten. Ich habe das ja erst einen Tag. Und die muss ich mir dann noch alle erspielen. 1100. Ich habe halt ein bisschen Schiss vor der Zauberkarte oder vor der Fallenkarte, die er da hat. Von ihren Händen. Dann zieht jeder Spieler 5 Karten. Gucken. Wenn diese Karte in Life Points deines Gegners kommt, wirft er eine zufällige Karte außer. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Das können wir aber noch nicht machen. Bin ich ganz zufrieden mit den Karten. 1100. Dann würde seine Karte auch. Okay, dann nehmen wir den. Greifen sein Monster an. Ah, okay. Das habe ich mir gedacht, dass da was kommt. Okay, das ist aber halb so wild. Weil wir können immer noch damit angreifen. Ja, das machen wir auch. Und hoffen, dass die Verteidigung von dem Monster, was er da liegen hat, nicht über 1300 ist. Ja, 1200, sehr gut. Das ist doch schön. Und beenden die Runde. Eben hatte ich schon oh, welchen nimmt er? Ah, okay, das geht aber. Okay, er wird mich jetzt auch zerstören, denke ich. Oder? Doch nicht, er zerstört mich so. Okidoki. Was so? Eben hatte ich eine Runde gegen Shura gespielt. Shura hatte nämlich gesehen, dass ich mir Yu-Gi-Oh! Geholt habe und dann mal gefragt, ob wir nicht mal eine Runde spielen können. Und das geht natürlich. Flip. Okay. Packe ich den dahin.
Weil ich bin mit den Karten aber nicht wirklich zufrieden, die ich gerade habe. Beenden wir die Runde mal und das können wir gleich aktivieren. Genau, machen wir das mal. Dann kriegt er 1000 Schaden. Da wird jetzt geflippt. Das ist schön. Ah, er zieht auch 5 Karten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ah, super. Jetzt zieht er 3 Karten, muss 2 wieder absetzen. Ablegen. Was beschwört da? Oh oh. Okay, jetzt wird's kritisch. Wieder ein Monster, das dein Gegner. Oh ja. Das ist eine gute Idee. Ja, wie machen wir das? Wir können da das machen. Ah, ich hätte ihn. Nein, ich hätte ihn nicht fertig machen können. Schade. Machen wir das. Nimm den. Zerstören sein anderes Monster. Ah. Ich gehe erstmal in eine Battle-Phase. Zerstöre sein Monster. Ah, den kann ich nicht legen, schade. Ich setze mal eine Fallenkarte wieder rauf. Und... ja, den kann ich eigentlich auch hinsetzen. Okay. Jetzt kriegt er zwar sein Monster wieder, das ist halb so wild. Vielleicht setzt er noch eins. Cool wäre es, wenn er jetzt diese Runde noch 2 Karten beschwören würde. Nächste Runde können wir wieder ein Monster von ihnen klauen, was ganz gut ist. Oh, was bist du? Ein Monster, das nicht vom Typ Zombie ist und das die elektrische Eidechse angreift, kann im nächsten Zug des Spielers, der es kontrolliert, nicht angreifen. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Den setzen wir. Das machen wir noch nicht. Weil wir hoffen drauf, dass er nächste Runde 1, 2 mehr Karten hat. Und jetzt können wir den nehmen, ihn direkt angreifen. Ah, huch. Ah ne, hat gepasst. Gut. Vielleicht hat er eine Fallenkarte und zerstört seine eigene Karte. Ne, hat er nicht. Schade. Das wird halt nächste Runde knapp. Obwohl, er wird mich mit dem angreifen. Effekt einer Karte. Aktivieren. Achso, ne, das machen wir noch nicht. Ne, machen wir noch nicht. Wir warten halt drauf, dass er noch eine Karte hinlegt. Dann können wir die beiden machen. Effekt wäre es halt, wenn er jetzt 3 Karten hätte. Ja, eigentlich 4 bräuchte er, weil dann machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, der wird jetzt... die Runde kann er nicht mehr angreifen, ne? Das ist ein bisschen schade. So, jetzt was Gutes ziehen, bitte.
Wähle ein Monster auf dem Spielfeld, zerstöre es. Wenn es geflippt wird, das ist gut. Da können wir noch nichts mitmachen. Dann gehen wir in eine Battle-Phase. Können da auch nichts machen. Hoffen, dass wir in der Main-Phase das flippen können. Aber es geht, glaube ich, nicht. Nein, geht nicht. Schade. Gut, der wird gleich geflippt. Dann können wir den zerstören. Ich warte noch ab, ob er vielleicht noch eine andere Karte spielt. Weil dann können wir... Ah, verdammt. Machen wir das? Ja, müssen wir machen, weil er wird alle Karten zerstören, die auf dem Spielfeld sind. So kriegen wir jedenfalls noch 1000 Schaden raus. Und den werden wir zerstören, den... Ich dachte, alle Karten. Na, macht nichts. Das ist okay, 900 Schaden, das können wir annehmen. Oh, das ist gut. Das machen wir gleich. Äh, 1450, das wird reichen. Jedes Mal, wenn Monster auf den Friedhof deines Gegners gelegt werden, füge deinem Gegner 300 Schaden zu. Das ist gut. Ja, dann geben wir die beiden ab. Legen die beiden drauf. Beschwören den. Können seinen Flammenmanipulator verstören. Falls da keine... Ah, nein. Spiegelkraft. Das ist ärgerlich. Aber auf dem Friedhof ist eine gekommen. Okay. Schade. Ja, okay. Das wird jetzt eng. Spiegelkraft ist ein bisschen ärgerlich. Das aktivieren wir mal, falls er irgendwas auf dem Friedhof legt. Ist okay, 1700 Schaden. Jetzt müssen wir halt irgendwas Gutes ziehen. Was seine Karten zerstören kann. Na, ja, oder auch einfach nicht. Machen wir so. Gleich wird er nächste Runde wird er viermal 300.200 Schaden bekommen. Oh, noch mehr. Der ist tot. Warte. Oder? Ah ja, doch, er ist hinüber. Jetzt, eigentlich müsste er ja doch jetzt auch nochmal 300 Schaden bekommen, oder? Ja, okay. Er ist wieder hinüber. Ja, also jetzt hat er noch 1400. Jetzt müssen wir nur noch deffen. Oh, das... ja, Leute. Perfekt. ja, das langt halt nicht ganz. Ja, okay, das ist gut. Das machen wir. Mehr können wir leider nicht machen. Aber ich werde die Karte jetzt aktivieren. Und hoffen, dass er ein bisschen was auf dem Friedhof legen muss. Er holt was vom Friedhof wieder runter. Oh, ach nein. Oh, oh. Nein, wir sind hinüber. Ja, wir sind tot. Oder kann er mit... Ja, doch. Ach, verdammt. Oh, ich war mir so sicher, dass wir das noch gewinnen.
Naja. Hat nicht sollen sein, Leute. Aber wir haben ein paar Punkte gekriegt. 525, da können wir wieder Sachen öffnen. Das ist ganz gut. Wir haben leider nicht gewonnen, das ist schade. Wir gehen jetzt aber noch ins Kartengeschäft rein. Genau, im Laufe der Kampagne schaltet man hier die Kartengeschäfte frei. Und da kann man entweder für 200 oder hier bei 400. Ah, der hat auch noch 400 Kosten. Die kann man Karten auspacken und hoffen, dass man alle, die er hat, zusammenkriegt. Hier habe ich jetzt 281 von 314, die er schon anbietet. Das ist ganz gut. Bei dem fehlen mir auch noch zwei Exodia-Teile. Dann habe ich die komplett. Dann kann ich da mal ein Bild drum machen oder ein Deck drum machen. Oh, ich dachte, ich hätte 600 Punkte gehabt. Naja, egal. Gut. Schade. Fehlen aber nicht mehr so viele. Vielleicht ist ja irgendwann Exodia dabei. Okay, denn sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal für die ganze Unterstützung. Am Freitag kommt der Monster Hunter Rise Stream. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird richtig toll. Da können wir dann zusammen spielen und die Online-Story durchlaufen. Morgen weiß ich noch nicht, was morgen kommt. Aber eventuell so ein Monster Hunter Rise, Monster Hunter Generations Ultimate Unterschied-Video. Das war, glaube ich, oder das habe ich ein bisschen in Planung. Ich muss mal schauen. Guti, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und wenn ihr mehr von Yu-Gi-Oh! Sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!